Hallo und herzlich willkommen zu Share and Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel, ich bin Psychologin spezialisiert auf die Wissenschaft der positiven Psychologie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Heute starten wir gemeinsam in die neue Woche und sprechen nochmal über das Thema positive Emotionen und zwar explizit darüber, wie wir positive Emotionen aktiv auslösen können. Und wir starten gemeinsam in diese Woche, indem wir uns einen Wochenplan für das Erleben von positiven Emotionen erstellen. Wir haben gelernt in der letzten Folge, dass positive Emotionen uns tatsächlich glücklicher machen können. Aber wir haben gelernt, dass nicht die Intensität dieser emotionalen Erlebnisse wichtig ist für das Glücklichsein, sondern dass die Häufigkeit, wie oft wir tatsächlich positive Emotionen erleben, wichtig ist, um glücklich zu sein. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass wir diese Woche eine kleine Challenge zusammen machen, in der wir gemeinsam jeden Tag 5 bis 10 Minuten Zeit investieren, um etwas zu tun, was in uns positive Emotionen auslöst. Die Übung oder der Impuls aus der vergangenen Folge war, dass du dir eine sogenannte Playlist machst mit lauter Dingen, die dir Freude bereiten. Falls du das getan hast, kannst du diese Liste auf jeden Fall jetzt zur Hilfe nehmen, um diese Übung, diese Wochenchallenge mitzumachen. Falls du die Liste noch nicht gemacht hast, ist das überhaupt kein Thema. Es funktioniert auch wunderbar so. Wir wollen jeden Tag ab heute, ab diesem Montag, eine Aktivität machen, die uns positive Emotionen beschert und uns demnach glücklicher macht. Und dafür erstellen wir uns so einen Wochenplan, wie vielleicht so einen Stundenplan in der Schule, wo du Platz hast, für jeden Tag eine Aktivität einzuplanen oder einzuzeichnen oder reinzuschreiben, die circa 5 bis 15 Minuten deines Tages in Anspruch nimmt. Gerne natürlich auch länger, aber weil ich ja weiß, dass ihr alle viel beschäftigt seid, haben wir uns jetzt mal auf 5 bis 15 Minuten oder 10 bis 15 Minuten geeinigt. Wann immer du die Folge hörst, falls du jetzt nicht genau heute an diesem Montag reinhörst, dann starte trotzdem genau heute an dem Tag, an dem du diese Aufzeichnung hörst. Denn es muss nicht Montag bis Sonntag passieren, es kann auch Mittwoch bis Dienstag sein oder es kann auch Freitag bis Donnerstag sein, dass du diese Übung machst. Das ist vollkommen egal, aber erstell dir einen Wochenplan und fang an, Sachen einzutragen. 7 Sachen, die dir Freude bereiten und das kann wirklich alles sein. Das kann spazierengehend sein, alte Fotos ansehen, vielleicht sogar ein Fotoalbum gestalten. Vielleicht möchtest du aber einfach nur ein Buch lesen oder ein Hörbuch hören oder Musik hören. Vielleicht möchtest du einen guten Freund oder eine gute Freundin anrufen, mit der du schon länger nicht gesprochen hast. Oder einem anderen Hobby nachgehen, vielleicht malen oder etwas Sportlichem. Du kannst wirklich, wirklich alles hier reinnehmen. Bei mir kommt auch sowas mit auf die Liste, wie meine Pflanzen umzutopfen, denn auch das macht mir total viel Freude. Sodass wirklich jeden Tag in dieser Woche etwas passiert in deinem Tagesablauf, so vollgepackt der Tag vielleicht sein mag, das dir tatsächlich Freude bereitet. Und wenn du magst, kannst du dir dazu noch notieren, wie du dich fühlst. Vielleicht jeden Abend vorm Einschlafen, wie du dich am heutigen Tag gefühlt hast. Und vielleicht stellst du fest, über den Verlauf der 7 Tage, in denen du jeden Tag etwas für dein eigenes Glück machst, dass du jeden Tag ein bisschen zufriedener bist oder ein bisschen glücklicher, als du es normalerweise gewesen wärst. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, was bei dir rauskommt, welche Aktivitäten du in dieser Woche integrieren möchtest, wie dein Wochenplan aussieht. Und wie schon bei der letzten Folge, da habe ich ja auch bei Instagram ein kleines Story-Template geteilt, habe ich mir überlegt, dass ich auch heute an diesem Montag einmal meinen Wochenplan mit euch teile, sodass ihr euch eine kleine Inspiration holen könnt, einen kleinen Einblick bekommt, wie ich das für mich gestalte und auch eine Vorlage für den Wochenplan habt, die ihr dann nutzen könnt. Ich freue mich auf eure Verlinkung, also wenn ihr mich verlinkt, dann sehe ich auch, was ihr macht, da freue ich mich sehr und dann kann ich das auch gerne teilen, dass noch mehr Leute sich davon inspirieren lassen können, was du machst, um glücklicher zu sein und dann freue ich mich, wenn wir durch eine wunderbare Woche gehen mit ganz vielen positiven Emotionen, die so, so, so viele gute Effekte mit sich bringen. Das haben wir alles in der letzten Folge gelernt und das wollen wir jetzt umsetzen. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Alles, alles Gute. Share and grow. Deine Muriel.